Tierfreundinnen und Tierfreunde. Heute können wir mit einer freudigen Nachricht beginnen. Der Abgabehund Tommy, vorgestellt am vergangenen Freitag, hat neue Menschenfreunde gefunden. Er ist bereits in sein neues Zuhause umgezogen. Nun stellen wir als erstes ein Babykätzchen mit einem traurigen Lebensanfang vor. Dem kleinen schwarz-weißen Katerchen wurde die Mama überfahren. Nun sitzt er im Tierheim in seinem rosa Körbchen in der Quarantänebox und vermisst die Geborgenheit und Sicherheit, die er bei der Mutter hatte. Deshalb ist es ganz wichtig, dass dieses Wölfchen so schnell wie möglich beschützende Menschenhände findet. Die wenigen Tierheimmitarbeiter haben einfach nicht genügend Zeit, um sich intensiv um all die Bedürfnisse zu kümmern, die so ein Babykätzchen hat. Man kann dem Kerlchen schon ansehen, dass es mal ein schöner Kater werden wird. Er wird sich schnell an sein neues Zuhause gewöhnen, wenn es dort Sicherheit und Geborgenheit gibt. Außerdem ist er ein schlaues Katerchen, denn er benutzt schon immer seine Katzentoilette. Als zweite Vorstellung gibt es noch ein Teenager-Katzenmädchen, das am 14. November in Gotha gefunden wurde. Sie kam ungefähr im Juli zur Welt. Im Quarantänekäfig des Tierheims gefällt es ihr nicht. Das Miezchen ist eine ganz hübsche Katze und hat eine sehr schöne, getigerte Fellzeichnung. Es braucht ebenfalls dringend Menschen mit sanften Händen, damit sie sich gegenseitig verwöhnen können. Die junge Katze ist sehr verschmust und geht offen zum Menschen. Am Samstag, den 3. Dezember um 13 Uhr beginnt im Tierheim die alljährliche Weihnachtsfeier. Die Tierheimmitarbeiter freuen sich auf möglichst viele Besucher und anregende Gespräche. Es gibt Kaffee und selbstgebackenen Kuchen, Bratwürste und Glühwein. Futterspenden sind willkommen, besonders Nassfutter für Katzen. Es ist nicht mehr viel Zeit, sich vor Weihnachten für ein Tier zu entscheiden, denn wie jedes Jahr gibt es in der Arche Noah eine Vermittlungspause. Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke. Allzu oft ist es schon passiert, dass ein Tier unüberlegt geschenkt und später wieder abgegeben wurde. Das soll den Tieren, die uns Menschen hilflos ausgeliefert sind, erspart bleiben.